softly. Oh, he knows that I'm awake. There's so much devotion, I can't stand it. Ich war am Anfang ein bisschen unsicher irgendwie, weil all die Nervosität irgendwie ins Kopf gestiegen ist. Also kann ich wirklich sagen. Aber mit der Zeit oder die restlichen 65, 70 Sekunden konnte ich mich dann irgendwie da erfassen. Und es ist gut gekommen. Und ich habe mich wirklich auch darauf konzentriert, dass alles gut klappt. Das ist einfach schlussendlich die Zeit, die ich kann nutzen kann und das auch kann geniessen kann. Schönes Gefühl, wirklich schönes Gefühl. Eine schöne Bestätigung, dass da doch etwas ist. Dass da doch etwas ist und dass ich das jahrelang, also ich habe es ja sowieso für mich gemacht, aber dass da noch jemand irgendwie bei jemand anderem den Nerv trifft und bei jemandem wie Stefanie Heinzmann oder egal wer es jetzt gewesen wäre eigentlich, das macht einem schon ein bisschen stolz. Ich habe ganz lange überlegt und dann hast du, und vor dem Ton, der so ganz hoch ist im Refrain, hatte ich ein bisschen Schiss und habe gefunden so, ich habe gebetet, bitte, bring dir einen Ton. Und dann hast du voll genäht. Und dafür habe ich sowas von getrickt und bin voll happy, mit dir zusammen zu arbeiten. Danke schön. Yeah! Danke schön, Thomas. Give it up, come on! Ich bin ein bisschen stolz, darf man glaube ich schon sein. Definitiv.